Und damit auch endlich mal wieder zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Vielleicht zum letzten Mal in Prag, wer weiß. Ich habe auch den Startbildschirm jetzt nochmal kurz drin gelassen, einfach weil man da ja nochmal ein bisschen die Information bekommt, was mit Janus gelaufen ist und mit Alice hinterher. Denn das ist ein Ding, ich wollte es jetzt hier fürs Let's Play nicht benutzen. Aber man kann tatsächlich, wenn man bestimmte Dinge tut, erreichen, dass man quasi im Spiel beide Stränge gehen kann. Also man kann einerseits die Sache mit Allison Stanek machen und man kann in die Bank. Ich kann euch da vielleicht mal einen Link dazu packen. Dass man das vielleicht einfach, wenn man es wissen will, sich angucken kann. Aber ich wollte es jetzt, wie gesagt, hier nicht machen. Weil wenn es vom Spiel aus eben vorgegeben ist, dass man Pfad wählt, und ich finde es dann durchaus auch richtig, dass man den Pfad wählt und dass man auch sagt, okay, jetzt habe ich mich da und dafür entschieden, jetzt ist es so. Und nicht, ja, wir cheaten da irgendwie drum rum und machen halt beides. Als Spieler völlig klar, als Charakter finde ich eigentlich gerade so Sachen dann ultra spannend im Spiel. Wenn man halt gezwungen ist, Wege zu wählen, und das ist halt auch das. Mit beiden Sachen hat man halt irgendwie Konsequenzen. Also entweder machen wir das mit Allison Stanek und man hat dann halt das mit der Orchidee als Waffe. Oder man vermeidet das, aber dann rettet man halt eben nie Allison und eben die ganzen Leute, die da mit drin stecken. Die war ja nicht alleine hier mit ihrer Transcension. Mit ihrer quasi selbsternannten Himmelsfahrt. Fand ich aber auch eine schöne Quest, muss ich sagen. Aber ja, ich bin jetzt echt gespannt. Denn was wir noch einmal machen, ist, zurück zu Kolla zu gehen. Du bist immer noch dabei, deine Prospekte aufzulesen. Ne, das sind die richtigen hier. Jedermann von ihrer Sache überzeugen wollen, aber dann irgendwie nichts machen für ihr Geld. Die sitzt bestimmt übermorgen noch da. Ja, ich bin sehr gespannt. Also bei... Oh. What happened inside my apartment? Someone got all their implants torn, was left to bleed to death in the alley. When I first heard where it was, I thought... I'm fine, Aria. It wasn't me. Be careful going home. It's not the first one of these I've heard about. Wow. Hä? Interessante Orte in Prag, vor der Haustür. Oh, und wir haben den Schusswechsel auch noch. Aria Gento hat einen Mord in einer Gasse unweit meines Apartments erwähnt. Als sie hörte, was und wie es passiert ist, war sie besorgt, ich könnte das Opfer sein. Ich bin fast versucht, wenn wir bei Kolla waren, beides vielleicht nochmal anzugucken, statt direkt weiter nach Garm. Ich bin jetzt eh nicht so der Fan von der Schweiz, muss ich sagen. Also gucken wir uns vielleicht die Sachen einfach nochmal an. Sicher ist sicher. Es sieht auch so im Dunkeln, sieht das so geil aus, oder? Ich mag ja wirklich so alte Buchläden, weißt du? Aber okay, gucken wir mal. Aber das ist jetzt halt auch storytechnisch krass, denn wir kriegen halt durchaus mit... Das spitzt sich schon arg zu, hier, die ganzen Sachen mit den Augmentierten. Gott, ich will diese Bibliothek haben. Wenn ich jetzt noch wüsste, ne, was ich gemacht habe. Da geht's hoch, da wollte ich eigentlich nicht hin. Doch,
doch, passt schon. Da wollte ich hin. Na, schön, die Tür zu. Und er hat seit dem Vorfall auch immer noch nicht aufgeräumt hier. Das ist der Hammer. Das ist locked. Ich bin mir sicher, wir hatten uns den angeguckt damals. Haben wir aber scheinbar nicht gemacht. Oder ich meine, wir haben es gemacht, aber ich habe es nicht gespeichert. Oh je, ich glaube, ich höre sie schon. Da war ordentlich eine Schießerei im Gange. Ich hätte gern Folgendes. Ein Chicken Food Special, extra Füße. 4 ohne Zwiebeln, 6 extra Zwiebeln. Ja, klar. Wie üblich auf die Rechnung von Time Machine. Ist eigentlich auch ganz interessant. Jemand, der bis vor kurzem Professor war in der Kulturanthropologie. Schreibt an einem Buch über Veränderungen in der Wahrnehmung von Augmentierungen und Augmentierten. Und den Einfluss auf die öffentliche Meinung. Das ist nämlich halt genau das, wo wir uns gerade drin befinden. Ja, und auch hier starker Gegenwind aus akademischen Kreisen. Also man merkt halt überall, sowohl bei das, was man an Gesprächen aufschnappt, als auch irgendwie in Textform, wie sich das halt immer weiter zuspitzt hier. Und ich meine, das ist ja klar. Da wird ja überall drauf hingearbeitet, ob das jetzt von Pikers aus ist oder anderweitig. Netter Aufzug übrigens. Ich fühle mich immer wieder total wohl und sicher hier. Oh, Neuroposin. Das, du hast nichts gesehen. War ich nicht. Shit. Did you hear? Talos Rucker's dead. I heard that somewhere, yeah. Yeah. Pretty cool, right? Now we can get some real progress. He was making us look like wimps. That's a little harsh, isn't it? Rucker didn't deserve what happened to him. Something tells me our politics aren't the same, Jensen. Me, I think this whole market thing is exactly what we need. But, let's maybe focus on things we can agree on, huh? Like optimizing that crazy rig of yours. You got a calibrator for me or what? Politik. Glauben Sie wirklich, dass Rucker das Problem war, dass sein Tod für die Optis irgendwas verbessert? Prozedur? Wird es wieder Überraschungen geben? This procedure. There won't be any surprises like last time. Last time I was surprised by your crazy tech. But now is totally different. Now I know what's under that hood of yours. And you got me the tool I need. Changes everything. So what are you gonna do exactly? I'm gonna optimize your system. No more worrying about overheating. No more worrying about glitches. Jensen 2.0. Sounds pretty good, right? Ja, das klingt gut. Aber ob es dann am Ende auch so toll ist, wir werden sehen. Na, da geht dem guten Jensen auch mal ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Kann ich aber verstehen. Ich meine, wir wissen, wie das letztes Mal gelaufen ist. Aber auch da will ich nochmal nachfragen. You really think Rucker was the problem? That his death is somehow gonna make things better for Augs? I don't think he was the solution. We need a new leader. Someone a little less beardy, McFancy diploma. Someone who's gonna fight, you know? Stand up to some of these bullshit laws. You hear about the Human Restoration Act? Yeah. If the restoration vote passes,
I don't know that it's gonna matter very much who the leader is. It's gonna be a government-mandated horror show is what it's gonna be. Men in white coats pulling out augmentations like they are teeth. Anyway, speaking of medical horrors, you ready for me to fix you or what? Ja, das ist nämlich auch was man, glaube ich, an anderer Stelle mal auch schon mitbekommen hat, dass die eben auch versuchen oder dran sind, verschiedene Gesetze zu verabschieden. Und eins davon oder wahrscheinlich dementsprechend auch mehrere dann, die folgen werden, sind natürlich nicht so geil für die Augmentierten hier. Alright. Please, tell me this is what a neuroplasticity calibrator looks like. That's the one! Okay, this won't take long, I promise. And don't worry, man, I never screw up two in a row. Spend a lot of time prepping for this one. Just try not to take anything. Ja, dann haben wir wieder The Chair. Wie toll. Freut sich auch jeder drauf. Oha. That wasn't so bad, right? How do you feel? I feel fine. I feel lighter. I fixed you. Death to all your limits. Whatever implant you want to activate, you activate. Zero consequences. That sounds pretty good. Thanks, Colin. I appreciate it. Yeah. Just get out there and make me proud. Go make use of all that cool shit. Ja, klasse, so ist er natürlich, der Koller. Wir gucken trotzdem noch mal kurz rein. Genau, die Fehlerbehebung. Das heißt, wir können jetzt auch, wenn wir das wollten, ne, hier alles Mögliche uns geben. Ja, und hier ist auch das Remote-Tagging, das wurde mir auch noch mal gesagt in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Ich bin auch gerade echt versucht, ob wir es einfach mal ausrüsten. Weil jetzt haben wir ja eigentlich die Möglichkeit. Icarus-Sprint ist jetzt nicht so meins. Das können wir einfach mal machen. Das ist jetzt nicht super wichtig, aber ich nehme das eigentlich immer auch mal ganz gerne dazu. Micro-Assembler. Verbessert den Roboterarm mit präzisen Motoren. Ja, Waffenteile zerlegen, Upgrades ist okay. Bin ich aber, muss ich ehrlich sagen, nicht so der Typ dafür. Die Markierung ist eigentlich ganz nett. Die könnten wir uns auch... Ja, Auswirkungen von Schockgranaten und Minen ist okay. Das ist eigentlich auch ganz geil. Ist jetzt auch nicht super wichtig, aber irgendwie auch nützlich und... ganz lustig. Auch den Ortungsradius. Geil gemacht eigentlich. Typhoon? Nee, bin ich nicht so der Fan von. Ich weiß jetzt nur nicht mehr die Nano-Klinge. Ob die ohne Schaden war? Ich glaube aber schon. Machen wir jetzt einfach mal. Heizt die Nanoklinge auf und macht daraus eine explosive Variante. Nee, nicht so unbedingt meins. Boah. Ja, ich glaube, die war so oder so tödlich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay, F2 ist bei mir das andere. Das ist nämlich genau das, was ich eigentlich damals haben wollte.
Aber gut. Da habe ich die beiden jetzt verwechselt und habe das eigentlich schon gehabt und habe jetzt einfach mal 2 Punkte rausgeschmissen. Aber Wayne, was ich jetzt noch machen will, ist wirklich, ich möchte mir die Orte hier nochmal angucken. Vor der Haustür ist halt eigentlich näher dran, ne? Das ist halt das. Deswegen würde ich das vielleicht einfach mal vorher machen. Auch wenn das wahrscheinlich... Oh, sorry, ich bin in dich reingerannt. Ja, und hier ist es dann wohl passiert, ne? Heftig. Oh. Upsa, wir sind hier einfach... Nein. This doesn't concern you. Johnny's not going anywhere. What's your hurry? I was given the same orders you were, sir. I know all about our orders. Do me a favor, eh? At least pretend to look for evidence. You don't think he did it? I do think he did it. But I also think we should at least try to prove it. If that's okay. Ja, okay, die sind eigentlich beide hier angesetzt, scheinbar auf den Fall. Aber er ist hier schon sicher, wer es war. Und er möchte aber, dass er wirklich, dass der Polizist auch nochmal genauer sucht und genauer guckt, bevor er einfach irgendeinen Schuldigen festmacht. Ja, ja, ist nämlich einerseits wahrscheinlich die Faulheit der Polizei, aber da geht's halt auch wieder um die Orks. Daria hat was gesehen. I recognize you. We're neighbors. I've seen you in our building. You're very difficult to miss. By chance, did someone send you to investigate? No, no one sent me. What happened here? It's horrible. An augmented woman was killed just outside of where we live. She looks like she was my age. Do you have any idea who she was? No. I've never seen her before. It's so sad that nothing will be done about this. Orc victims are not high on the list of police priorities. To them, it's like a dog lying in the street. You're not a cop, buddy. Puh, ja, da hat's halt nicht ganz unrecht, ne? Da passiert jetzt so viel Unglück und so viele schlimme Dinge den Augmentierten gegenüber. Aber die stehen halt bei den Polizisten in der Liste relativ weit unten, weil das eben alles schon so geschürt worden ist vorher. I was a cop once. Old habits die hard. In America? Yeah, Detroit. It was a long time ago. I bet you have a lot of experience. You're used to this sort of thing. What about you? What's your interest in all this? Morbid curiosity? God, no. I want nothing more than to go home. Detective Montag, he's making me stay. He thinks I saw something. Did you see something? Maybe. I think I would rather not say, to be honest. Because if I had seen something, and if I started talking about it, wouldn't that get me in danger? Also sie hat was gesehen, aber sie will nicht rausrücken damit. Verständlicherweise, so wie es hier gerade abgeht, um sich selber in Gefahr zu bringen dann dadurch vielleicht. You may not think much of the police here. I may not think much of them either. But that doesn't mean you should hold back information. They don't have it in them to protect me. They have neither the will nor the courage. Be that as it may, still probably your best hope for helping to catch the killer. I know. It's just that I don't trust the police. I would feel safer with someone like you. You have more reason to be invested in this than they do. You're augmented, like the victim was. And you look like you could actually protect me. It's not my case. But maybe you could help. Please, neighbor. Talk to Detective Montag. At least see how it's going. Make sure he doesn't think he's on vacation just because the victim is an orc. Wir nehmen das mal an, aber irgendwas an ihr...
Irgendwas ist da, die Art, wie sie spricht. I'll talk to the officer in charge and see where he is with the investigation. Irgendwas gefällt mir nicht. If I can help him, I will. Thank you. Suppose I end up remembering something later. Is there a way for me to contact you? You planning to run off on me already? The first chance I get. There are times for standing in the cold, but this isn't one of them. I just want to go home, bolt the door, and never come out again. Of course, I will wait for Detective Montag to say it's okay first. And I'll still try to answer whatever questions you may have. I can give you access to my info link. You should feel free to use it if you have to. Thank you, neighbor. I talked to you about what happened. Yeah. How come she talks to him and not to me? Es ist halt aber auch. Es ist halt auch echt hardcore. Away from the crimes, sir. Das ist schon übel. Das ist schon arg, arg übel. Also die ist komplett zugerichtet worden. So, Daria was actually talking to you, huh? Could barely get two words out of her. What did she say? Did she see anything? You mean the witness over there? She's not sure yet. How can she not be sure? Either she saw something or she didn't. She's scared. She thinks she might be in danger. I told her she'll be fine, and whoever did this would be caught. Led to believe that's true. Sure, so would I. But as you can see, the victim was like you, augmented. That makes things a little more complicated, eh? Being a cop in this city, it's not always about doing the right thing, or about doing things the right way. Da ist was dran. Sie sind so nachsichtig mit der Polizei. Aus meiner Sicht ging es hier nie darum, das Richtige zu tun. Es gibt keinen Grund für Komplikationen. Jemand wird ermordet. Sie suchen den Mörder. Spielt keine Rolle. I was a cop for 12 years. I know all about getting bad orders. The difference between what you're told to do and what you know is right. Tell me about it. So, how did you reconcile yourself with those kinds of orders? I quit. I'm 2 months away from the beach. I'm not quitting. But I respect your idealism. It was a long time ago. I work for Interpol now. Interpol, huh? Listen, off the record, I've been told to forego any unnecessary investigation. I want you to know, it's not my idea of how things should be done. Who told you to forego the investigation? Men who spend more time making policies than arrests. They want the victim's husband, Johnny Gunn, ex-PMC operative. Heavily augmented. All right. So if you're not comfortable with this, if you know things aren't being handled the way they should, why not do something about it? I thought I just did. Just because my hands are tied doesn't mean Interpol can't conduct a parallel investigation. Crime scene's right over there, and Johnny lives just a couple of blocks from here. I never said I was going to work your case for you. Sure you did. Isn't that more or less the promise you made your little friend over there? She won't talk to a cop because she doesn't trust us. Smart girl. Look, my orders are to arrest the husband. You take a look around, get to Johnny before my guys do. Who knows? Maybe we'll actually learn something. I'll let you know my flight. Ja, krass. Und da haben wir jetzt tatsächlich doch nochmal eine Nebenquest uns abgeholt. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Sidequest 10, der Harvester. Oh. Da habe ich drüber gehört, die soll ziemlich krass sein. Ich denke bei dem Begriff dann erstmal an einen, der sich irgendwie so Augmentierungen zusammensammelt, sage ich mal.
Auf der Straße liegt eine ermordete Frau, eine mögliche Zeugin. Daria fürchtet, etwas gesehen zu haben, das nicht für ihre Augen bestimmt war. Das Opfer war augmentiert und laut Daria ist es für die Polizei Grund genug, die Ermittlungen einzustellen. Optional den Tatort untersuchen. Ich habe angeboten, bei der Untersuchung des Mordes an Angela Gunn zu helfen. Zumal ich den Eindruck habe, Detective Carl Morgan braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Ja, und Johnny Gunn war jetzt mit dem Opfer verheiratet. Für den steht er als Mörder fest, ganz klar, weil es ihm vielleicht auch so gesagt wird. Aber wir müssen jetzt natürlich gucken, ob das dann halt auch wirklich so ist. Krass, ja, und da kann ich jetzt halt auch Remote hacken, ne? Ich Dödelkopf, ey. Da kann ich weiter zur Nebenquest, aber wir haben halt auch immer noch den Schusswechsel. Den will ich mir eigentlich das nächste Mal auch noch angucken. Und ich würde fast sagen, das machen wir dann zuerst. Hier hoch? Nee. Ich meine, da waren wir ja eigentlich auch schon. What? Scheinbar wirklich, hä? Also, dann muss ich vielleicht nochmal kurz gucken, sonst hätte ich das jetzt im nächsten Part mitgemacht. Aber da waren wir eigentlich auch schon drin. Ja, waren wir da schon? Okay, vielleicht war ich auch nicht so gründlich hier drin. Zeitgenössische Kunst. Doch, da waren wir schon drin. Und den habe ich mir auch schon. Kontoschließung, ja. Das war also das. Ich meine aber, hier gibt es nichts zu holen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Da waren wir tatsächlich schon komplett drin. Dann würde ich aber sagen, da haben wir alles. Nebenmissionen. Das will ich mir dann doch schon noch geben, bevor es hier weitergeht. So wichtig Garm auch ist, Nebenmissionen verpasse ich ungern. Gerade wenn es eine ist, die auch nochmal richtig krass sein soll, dann muss das, dann ist das Pflicht. Aber okay, ich würde sagen, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich bin gespannt, was das jetzt wieder wird.